Ja, die Handballer und ihre Macken. Wer kennt das nicht? Damit sind nicht Charaktereigenschaften gemeint, sondern blaue Flecken, Prellungen und all die Dinge, um die Handballer nicht herumkommen. Aber wer muss denn nun am meisten einstecken? Die Beate Mirchole kämpft eigentlich, die vom, wann er in die Halle reinkommt, er kämpft bis rauskommt. Ja. Und dann eigentlich er ist die, wer meiste Schläge kriegt, eigentlich im Spiel. Ja. Und er spielt auch keine Abwehr und für ihn ist es auch vielleicht schwer, dass er kann das nicht zurückgeben kann. So, ja. Ein blöder Job, ja. So ist das wohl als Kreisläufer. Immer in der Kontaktzone. Räume schaffen für die Mitspieler. Und wenn es dann zum sogenannten freien Wurf kommt, gibt es trotzdem eine mit. Ganz im Gegensatz zum Mittelmann, dem Denker und Lenker. Ja, ich würde auch gern anders spielen können, also ein bisschen mehr mit Gehirn und Finesse und vielleicht ein bisschen so wie Andy, ja, ein bisschen mehr, mit Gedanken dahinter, statt einfach mit voller Wucht. Ein Schweizer, der die Fäden in der Hand hält, die Taktik für den Angriff festlegt, immer wieder das Auge für den freien Mitspieler hat und zu guter Letzt auch noch Torgefahr ausstrahlt. Doch der zeigt sich nicht minder begeistert von dem Mann mit der robusten Spielweise. Das ist Kim Ekdal. Ich denke, wie der durch die Lücken geht, da wäre jeder andere 10-mal verletzt. Von dem her hat er irgendwas Spezielles an seinem Körper, dass er das machen kann. Das, was Andi gesagt hat, stimmt ja ziemlich, ziemlich gut. Also ich mag einfach so voll reinzugehen und ein bisschen mit Kraft. Kraftvoll, dynamisch und immer genau dahin gehen, wo es wehtut, wovor andere vielleicht zurückschrecken. Das ist das, was die Spielweise des Schweden besonders wertvoll macht. Ich habe viel Kraft, Andi hat viel Gehirn und ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Gehirn, aber jetzt ist es wohl so. Naja, festhalten lässt sich auf jeden Fall, ob kraftvoll, spielintelligent oder ideenreich. Handball ist kein Sport für Weicheier.